Heute wird Ramses sein 36er Geburtstag nachgefeiert. Also das heißt, am Wochenende, der nicht alkoholfrei ist. Und ich sitze hier 3 Stunden lang in Göttingen fest, weil ich den Anschluss nicht erreicht habe. Das heißt, ich werde erst um 0 Uhr anstatt kurz vor 21 Uhr ankommen. Das ist voll scheiße. Das ist voll räudig, das ist voll ranzig. Die Bahn hat mich schon wieder einen Stich gelassen. Deutsche Bahn ist immer Survival. Und das nur, weil mein Zug nur eine einzige Minute nach meinem Anschluss angekommen ist. Deswegen muss ich hier die ganzen 3 Stunden hier rumwarten. Die ganze Zeit hier rumsitzen und hier nichts machen und verspätet ankommen. Das ist voll scheiße. Ich sitze hier rum und warte die Zeit ab, bis die 3 Stunden rum sind, damit ich endlich wieder Bahn fahren kann. Ah, guck mal. Komm mal hier. Ich habe hier vorne einen Ziel. Das ist ein richtiger Lauch. So, ich bin 3 Stunden verspätet in Meiningen angekommen. Und jetzt muss ich 1,6 Kilometer laufen. Bis zum Ziel, bis zur Geburtstagsparty. Ja, so Leute, so, ich bin beim Treffpunkt angekommen. So eine farbige. Der Bo ist auch dabei. Thomas ist auch dabei. Das Geburtstagskind schläft. Hier schläft auch jemand. Hier schläft auch jemand. Hier schläft auch jemand. Und hier schläft auch jemand. Genau, das ist meine Welt. Ich bin angekommen und ich bin zu überleuchtet, weil meine Lampe wieder zu hell ist. Richtig geil, oder? Guten Morgen, heute ist richtig gutes Wetter. Heute ist ein richtig gutes Wetter. Die Sonne klatscht mir voll gegen meinen Kopf. Das ist voll geil. Genau so soll das sein und nicht anders. Das ist mein Lieblingswetter, wenn die Sonne gegen meinen Kopf scheint. Also wenn das hier, also hier drauf klatscht, auf die Glatze drauf, genau. So soll das sein, so soll jeder Morgen sein, genau. Und hier, also ich bin noch ein bisschen verklatscht, aber die anderen sind schon wach. Das ist sehr gut. Da vorne ist Ramses. Bevor es weitergeht, möchte ich euch etwas mitteilen. Ich hatte ja vor über einem Jahr fast alle älteren Videos, die zum heutigen Kanalkonzept überhaupt nicht hineinpassen oder für die Öffentlichkeit zu schlecht sind, heruntergenommen und habe um die 100 Videos nur noch für Stufe 3 Premium-Kanalmitgliedschaften als Benefit freigegeben. Ich bin nun seit über 6 Jahren auf YouTube dabei, habe anfangs viele Fehler gemacht, viele Videos veröffentlicht, die kaum ansehnlich waren und schlechte Analytics-Werte für den Algorithmus speicherten. Meine Videos werden viel zu wenigen Nutzern ohne Abo vorgeschlagen, was sehr schlecht für den Aufbau meines Kanals ist und komme somit auch mit den Aufrufzahlen viel zu schleppen voran. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass meine alten Videos mit den schlechten Analytics-Werten mich davon abhalten, dass meine neuen Videos vernünftig in den Algorithmus landen und mehr neuen Leuten vorgeschlagen werden, obwohl diese Videos schon lange nicht mehr öffentlich sind. Daher möchte ich demnächst einen Test machen und schauen, was passiert, wenn ich all diese Videos komplett lösche, sodass die schlechten Analytics-Werten vom Algorithmus entfernt werden. Aus diesem Grunde möchte ich allen Stufe 3 Premium-Kanalmitgliedschaften die allerletzte Gelegenheit geben, bis zum 30.11. alle Videos nochmal anzuschauen. Ab dem 1.12. werde ich all diese Videos endgültig löschen und darauf hoffen, dass es sich mit dem Algorithmus bessert. Eine Stufe 3 Premium-Kanal-Mitgliedschaft kostet 4,99 € im Monat, ist monatlich kündbar und es wäre für mich absolut kein Problem, wenn ihr es nur für einen einzigen Monat abschließen würdet, um Zugriff auf die Videos zu bekommen. Man muss mich ja nicht jeden Monat supporten. Aber an jeden anderen, der mich bereits über eine Kanalmitgliedschaft supportet, gebe ich ein großes Riesen-Dankeschön. Durch euch konnte ich für meinen Kanal einige Beschaffungs- und Reisekosten besser stemmen. Vielen Dank dafür und weiter geht's mit dem eigentlichen Video. Ramses, ja. Ich wünsche dir alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Musst du wieder Werbung machen? Zu deinem 36er Geburtstag. Genau, so ist es. Hier, mein Geburtstagsgeschenk. Das ist mein allererster Kochset, den ich jemals hatte. Wenn du da noch drauf unterschreibst, kann ich es bei eBay versteigern. Original Natururin Erstkochset. Damit kannst du mobil Samyang-Nudeln kochen. Da brauche ich aber nochmal eine mobile Anleitung von dir. Müssen wir mal zusammen Samyang-Nudeln kochen. Das kriegen wir hin. Du musst es ja nicht essen. Ich habe eine Gaskartusche dabei. Da können wir es kochen. Da ist auch sogar so ein Dings für die Gaskartusche drin. Was man auf die Gaskartusche draufstoppelt. Also drauf macht, genau. Und dann kocht das. Dann Dankeschön. Das werde ich in meinen Schrank stellen. Hier habe ich geschlafen und es hat nicht geregnet. Das Wetter war super. Hier hat jemand geschlafen. Hier auch. Hier auch. Hier vorne ist ein Zelt, was unter der Brücke hier aufgestellt wurde. Da drüben ist auch was. Hier ist was. Hier vorne liegt Hannes. Ja, auf der Liege. Ja, genau. Du hast da drin gelegen, ne? Ja.
Genau. Und das Geburtstagskind hat seinen Schlafplatz schon abgebaut, den er in der nächsten Nacht wieder aufbaut. Hier vorne liegt der Bo. Hier vorne liegt der Bo nochmal. Und hier vorne liegt nochmal der Bo. Und da vorne liegt auch der Bo. Und hier vorne liegt auch der Bo. Und der Bo, das ist der Verursacher, der mir dieses Paket geschickt hat, worauf ich letzten 24 Stunden drauf überlebt habe. Ein Survival-Paket. Das war auf jeden Fall eine lustige Idee gewesen. Beer Power! Ich grüße Barty Block. Ich grüße Christian Tesch. Und ich grüße Uber Cola. Das Wasser ist kühl. Ich möchte euch etwas ganz Wichtiges erzählen. Und zwar meine allergrößten Hobbys sind Kaken und Pinkeln. Du hast letztes Jahr die allerbeste Szene gemacht. Ich blende es einmal ein. Bölkstoff! So muss es sein. Das war richtig geil gewesen, wie du das gemacht hast. Mit dem Bier ins Gesicht kippen. Was? Bier ins Gesicht kippen? Ja. Oh, Prost! Ich dachte, sein Bauchklatscher, meinst du? Wo danach plötzlich hier der Wangsrot war. Ich bin ein Gesichtsgesicht. Und da vorne sitzt der Bo schon wieder. Das sind Frauen auf der Wiese mit Hunden. Deine Barthaare sind grauer geworden wie im letzten Jahr. Ich wollte mich ja noch mal rasieren, bevor ich herkomme, aber Sandra zeigt sich aus wie ein Bär, also soll ich so lassen. Warum? 36. Du machst den Sido. Da muss er erstmal hinkommen. Ich habe Angst davor. Wer möchte alles an Kaffee haben? Möchte noch jemand einen Kaffee haben? Wenn Milch und Zucker da ist, nehme ich einen. Nein, danke. So, jetzt wird Koffein hergestellt. Jawohl, der Koffein ist so langsam fertig. Der ist genauso fertig wie mein Kopf. Jawohl, der macht genau diese Blubberblasen wie diese Alterpickel, also Pocken und sowas, die in meinem Hirn rumschweben. Genau, das muss sich so ein bisschen einziehen lassen. Und dann ist Koffein für uns alle fertig. Das ist doch schön, dass das alles so. Alter! Kaffee geht immer lang. Heiß. Ja, ich merke schon. Ja. Danke. Alter, bitte schön. Er ist in der Natur. Er sitzt nicht vom PC, vom Handy. Wäre schön, wenn er frei. Bitte schön. Dankeschön. Weil wir müssen ja auch. Ich muss ja noch. Koffein ist fertig. Der Kaffee ist ein bisschen heiß, ich habe meine Zunge verbrannt. Aber unter der Brücke Kaffee zu saufen ist richtig geil. Ich lasse das Koffein ein bisschen abkühlen. Das dauert lange bei dem geilen Wetter. Das Wetter ist voll cool, ich mag das. Aber ich brauche noch einen Becher. Hier ist Kaffee drin, genau, du brauchst noch einen Becher. Jetzt musst du den ganzen Weg wieder runterlaufen. Er ist gerade den ganzen Weg hochgelaufen und jetzt muss er extra wieder runterlaufen, um einen Becher zu holen. Voll geil. Genauso muss das sein. Jawohl. Das ist geil. Jawohl, du hast einen Becher geholt. Ja, genau. Hier ist Koffein drin. Dankeschön. Bitte sehr. Genieß es. Mein Fass. Das ist ein richtig geiler Fass. Ja, ein leeres Fass. Oh Scheiße, das ist ein beschissener Scheißfass. Das ist richtig schrecklich. Das mögen wir nicht. Da unten ist noch ein volles Fass.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Es müssen mehr volle Fässer geben. Es gibt viel zu viele leere Fässer. Habe ich heute geschnarcht? Habe ich heute Wildschwein? Hast du. Ja, richtig geil. Ich habe heute Wildschweingeräusche gemacht. Schwarzwildgeräusche. Es hat aber lange gedauert. Du hast eine Weile nicht geschnarcht und dann auf immer fängst du an. Das ist selten. Also normalerweise schnarcht sofort. Also richtige Wildschweingeräusche, die richtig wie Wildschwein anhört. So merkt man wenigstens, dass du noch am Leben bist. Ich bin ein Überlebenskünstler, glaube ich. So, das Matt ist geholt. Diese Wespen, die müssen weg. Die nächsten müssen weg. Genau. Hier ist Matt drauf. Das wird hier richtig eingefleischt hier in dieses Brot. Und ich habe hier Zwiebeln, das ist richtig geil. Zwiebeln sind richtig geil, ich feiere die. Bei Matt muss immer Zwiebel drauf sein, unbedingt. Man muss unbedingt Zwiebelmundgeruch bekommen. Das ist das Wichtigste. Nur deswegen muss man Zwiebel essen. Das ist der Hauptgrund. Noch ein bisschen Zwiebel. Bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Ah, scheiße, ich habe ein bisschen zu viel Pfeffer reingemacht. Das wird gleich richtig pfefferig schmecken und mich müde machen und sowas. Dieser Pfeffer ist scheiße. Das ist sogar ein billiger Pfeffer. Mettbrötchen ist fertig. Kannst du mal den Strauch aus meinem Schuh ziehen? Perfekt, danke. Danke für dieses Mettbrötchen. Das ist ein hervorragendes Frühstück. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Krebs. Guck mal, da drüben ist Hannes. Hannes schwimmt oben. Das ist richtig klasse. Genau so soll das sein. Und der Fahrer ist auch da. Turin ist auch da. Der hat sich verfahren. Dann ist einfach nur 5 Stunden später angekommen. Ich bin hier. Der Fahrer hat die schönste Frisur. Aber nur hinten. Nicht oben. Nur unten rum. Nee, gerade oben. Das ist das Beste. Warum? Ich liebe es. Das sieht so schön aus. Ja, Mann, das ist richtig geil. Das hat echt. Das kennt keiner eine Bärbel. Hier liegt ein Handy, wo eine Bärbel anruft, aber keiner kennt eine Bärbel. Also. Ich kenne einen Klaus Bärbel. Das ist eine Ikone von Bahnhofsviertel. Das ist eine Legende. Der muss wieder herkommen. Der muss wieder zurück. Klaus Bärbel. Ramses. Was ist denn? Das ist schön weich. Turin, los! Jetzt will er wieder verprügelt werden. Jetzt geht das wieder los. Immer noch. Jetzt ist er auch noch nass. Narrat liegt da wieder in der Ecke. Und mach mal. Und jetzt ein Bier! Mann, das sieht sich aus. Mach das Fassel auf! Wir müssen mehr Bier trinken! Das ist Bier, ganz wichtig! Du zuerst, ich habe mich noch gar nicht Bier trinken sehen. Hier! Aber ich bin erst seit ein paar Minuten da. Hier riecht es nach Scheiße. Der Scheiße-Geruch muss richtig hier rein. Aber richtig hartnäckig, so dass es nie wieder rausgeht. Es muss ganz viel Scheiße-Geruch hochkommen. Also noch mehr als wie jetzt, aber genau, es muss noch viel mehr Scheiße-Geruch produziert werden. Also das muss hochziehen. Das kommt irgendwie aus dem Fluss da raus, irgendwie dieser Scheiße-Geruch. Schon naturinfarbenes Bier. Möchtest du davon mal kosten? Mal gucken, wie es schmeckt. Ich erst noch, was weiß ich hier. Das riecht hopfig. Hannes, hat auch sehr viel Stammwürze, also ungefähr fast doppelt so viel Stammwürze wie andere Biersorten. Nee, ist schon okay, mach ruhig. Das ist stark, oder? Das sind 8%. Ja, ist zu stark für meinen Geschmack. Ja, ich probiere es auch mal. Ja. Weil ich habe das auch noch nicht probiert, deswegen habe ich jetzt eins mitgenommen. Das gibt es ja auch bei uns im Sackgasser nicht. Für meinen Geschmack ist das zu stark. Ja, das ist stark. Ja. Mal sehen, wo ich das unmöglich. Also, ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag daran nuckeln.
Was hältst du von dem urinfarbenen Bier? Nur fränkischer Stefador. Fand ich das dunkle Weißbier angenehmer. Das ist ja Weißbier, das ist ein Starkbier. Das bitzelt, das brennt, das ist so... Das ist halt auch badwarm einfach nur, das ist das Problem. Ey, komm, hör auf! Urfränkisch! Hä? Hey, das sind keine das? Bayern für mich! Ich möchte filmen, wie du das Bier trinkst. Naturien hast du schon probiert? Dann aber wirklich nur von Bayern, ohne Franken, ohne den ganzen anderen Gedöns. Da bleibt nämlich nicht viel übrig. Ist sehr lecker, ja? Ja doch, das freut mich. Also dafür für die Stärke hat es schon. Es ist süffig, es ist gut. Ist schon fast gefährlich. Bei der Stärke, finde ich. Die Franken kriegen so ein sehr gefährliches Bier. Oh Leute, das riecht hier so nach einer Mischung zwischen Urin und Scheiße und Wasser. Genau. Da vorne ging gerade das Abwasserrohr auf. Da kommt jetzt die ganze Scheiße von meinem Ding raus. Das hört sich sehr gut an, das ist sehr spannend. Die Scheiße von meinem Ding muss rauskommen, unbedingt. Jetzt, sofort. Es muss sofort passieren jetzt. Ich möchte das Geruch erleben. Und wie wir alle hier weglaufen und sowas davor. Aber jetzt ohne Scheiß, seitdem ich deinen Kanal kenne, hast du immer doppelt so viele Abonnenten wie ich. Auch schon, wo du 2000 nur hattest. Hatte ich gerade mal 1000 gehabt. Und das ging genauso weiter. Jedes Jahr immer hast du doppelt so viel wie ich. Wir haben einen richtigen Abwasserabfallgeruch, genau. Ja, das ist mein Arsch. Es muss doch viel mehr davon kommen. Unbedingt noch mehr Abwassergeruch. Ja, dann lass laufen. Ja, ich versuch's doch schon. Schon wieder für der Bo. Weil seine Becher immer verdosen. Pack, pack, pack. Heute früh waren schon welche. Heute früh waren da vorne welche. Die waren auch von dir, ne? Willst du dir auch mal ein Bier zapfen? Guck doch mal da. Du bist ein Krapfen. Du hast so eine rote Füllung, aber auf dem Kopf. Da wächst mir gleich ein Kropf. Das klingt schon wie Essen. Ich würde gerne mal ein Bier zapfen. Durch die Bewegung bekomme ich langsam Stirnacken, weil das voll anstrengend ist. Ich weiß nicht mal, wer dieser Typ ist. L.A. Knight, ich sehe nur die Knight vor meinen Füßen. Oh, und da kommt das Licht vom Bokart. Ich fahre zu Hause gerne Bokart. Und zwar nur bei Super Mario, ihr wisst es. Mario Kart, auch wenn ich da drin beschissen bin, weil ich da echt nicht gut bin. Das können die zwei bezeugen, denn da war ich voll echt am Bluten. Und er hat sich eingeschissen. Real Talk. Einschissen, wie es hofft. Das hat mich selber rausgebracht. Ja, das Einscheißen hat er sich bestimmt nur ausgedacht. Folge einer großen Maskerade. Das ist kein Freestyle, der Text ist geklaut. Das ist vom Füchse, also egal, Mann, ich lasse es raus. Große Buchstaben, die mir sagen, scheiße, falsche Stelle. Dass sie Kabel fernsehen haben. Heute sagen zu mir, dass ich heute wieder bereit bin. Jeden Tag, jede Nacht auf der Jagd, wenn der Ramon spielt, wenn der Ramon spielt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn der Ramon spielt, wenn der Trommel rollt. Jeden Stufe auf der Jagd, wenn der Ramon spielt, wenn der Ramon spielt. Auf der Jagd, wenn der Ramon spielt. Er hat gesucht, doch dann wurde er gesperrt. Das war Niantic, das war wirklich verkehrt. Er hat die Fahne für das Spiel hochgehalten. Leute sagen so, jetzt gehört der Gott zu den Alten. Er hat einen neuen Account, doch der ist nicht erfolgreich. 1000 Euro hat er bezahlt. Hä? Sarina ist am Ficken, doch hat andere Gedanken. Sie ist gerade am Ficken, doch denkt an böse Schreien. Böse Sachen. Das ist krass, weil das ist für Natururin. Da steht auch krass drauf. Ich hab die Krone auf. Hier Natururin für dich. Oh! Oh, danke schön. Schmeckt nach Wein. Mein Gehirn schwappt rum. Und die Sonne scheint. Guck mal hier. Genau. Die Sonne, die scheint voll ein auf den Kopf drauf. Das ist voll geil. Endlich. Das wurde aber auch Zeit. Und mein Gehirn schwappt rum. Guten Morgen, Zai.
Ach so, guck mal hier. Die Sonne hat mir gegen meinen Kopf gestrahlt, deswegen bin ich hierher gegangen, wo Schatten ist, genau. Damit ich von Schatten bestrahlt werde, genau. Nur aus diesem Grund bin ich hierher gegangen. Der Schatten muss richtig gegen meinen Kopf klatschen. So stark, dass mir schwindelig wird. Das muss richtig gegen meinen Kopf klatschen. Gegen meine Glatze, richtig. Aber so richtig wild. Das ist ganz wichtig. Ah. Die Luft muss raus. Die muss raus. Die muss richtig raus. Boah, ist das heftig. Boah. Oh Gott. Alter, ist das heftig. Das kann ich euch gar nicht erklären, wie heftig das ist, wenn da Luft rauskommt. Dieser Farbe Urinkissen, der sieht richtig benutzt aus. Den kann man immer Merch-Shops bestellen. Genau. Der sieht richtig benutzt aus. Das finde ich toll. Das ist wunderschön. Mein Merch muss unbedingt benutzt aussehen. Genauso benutzt wie das hier. Die Scheiße. Ich bestell nichts mehr im Shop. Das Farbe Urinkissen, das sieht richtig benutzt aus. Der sieht richtig verwaschen aus. Voll geil. So soll das sein. So sollt ihr euer Farbe Urinkissen auch benutzen. Genau. Nachdem ihr es gekauft habt. Link unten in der Beschreibung zu meinem Farbe Urinkissen. Zeiss jetzt wegen Sonnenstich im Krankenhaus? Ja, vermutlich ja. Na, das ist mies. Ich wünsche Ihnen beste Besserung. Ich werde es ihm ausrichten. Ja. So, es war auf jeden Fall ein geiles Wochenende gewesen. Und guck mal hier, guck mal, da drüben steht mein Zug. Hier muss ich jetzt einsteigen und nach Hause fahren. Das wird wieder eine richtig lange Bahnfahrt werden. Hier geht es zum Geburtstagsvlog vom letzten Jahr, der war auch so richtig wild gewesen, deswegen anschauen. Und unten in der Beschreibung habe ich euch diesen Vlog aus mehreren Perspektiven verlinkt. Aus der Perspektive von Ramses der Dicke, der Bo und der Fahrer. Schaut die Vlogs aus deren Perspektiven unbedingt auch an.